Ja, hallo, hier ist wieder Tesla-Fan. Heute Fun-Move, der E-Shifter-Tausch. Gleich bei mir auf dem Kanal. Ja, jetzt habe ich den E-Shifter bekommen. Und zwar, den kann ich einmal holen, ist vom Prinzip her ein Paket angekommen mit dem E-Shifter. Das Ganze hat ja 3 Wochen oder sowas, 3 Wochen, 4 Wochen gedauert, bis ich den E-Shifter hatte. Und diesen E-Shifter muss ich jetzt eben einbauen in mein Fahrrad. Und dafür gibt es eine Anleitung bei FunMove, die man sich angucken kann, wie man das Hinterrad ausbaut und wie man den E-Shifter einbaut. Und ich werde mal gucken, wie gut diese Anleitung ist, wie gut ich das verstehe. Und ich zeige euch, wie ich bei mir das einbaue. Jetzt werde ich als erstes das Hinterrad ausbauen und werde anfangen mit dem Hinterrad sozusagen und werde dafür die richtigen Teile holen. Und die zeige ich euch gleich, was braucht man, um das Hinterrad auszubauen. Um das Hinterrad auszubauen, brauchen wir die sogenannte FunMove Werkzeugsammlung. Und da ist ganz wichtig, ist diese Nuss hier, die hier drin ist, diese Nuss, denn damit kann man nur die Muttern für die Räder lösen. Damit eben das nicht so gestohlen werden kann, gibt es speziell diese Mutter dafür. Daher ist das ganz wichtig, dass man diesen Satz eben aufbewahrt. Und man braucht dann die verschiedenen Imbusschlüssel, um das abzubauen. Und ja, ich werde mal gucken, ob ich vielleicht noch meine eigenen Imbusschlüssel dazu nehme. Dazu gibt es dann noch diesen Schlüssel eben für die Mutter, um das zu lösen. Und dann werden wir anfangen, als erstes das zu lösen. Man dreht normalerweise das Rad dann auf den Kopf, um das Hinterrad auszubauen. Ich werde mal sehen, ob ich das auch mache, weil an sich habe ich ein Fahrrad, so ein Fahrradmonteursständer, den werde ich dafür nehmen und damit das machen, weil ich habe oben Anbauteile am Lenkrad, wo ich meine Kamera draufpacken kann oder ja, wo für meinen Blinker, den ich euch ja gezeigt habe. Und deswegen will ich da an sich nicht, dass das da drauf liegt. Deswegen nehme ich meinen normalen Ständer und baue das einmal auf jetzt. Ja, nun habe ich nach dem Werkzeug geguckt und ich hatte gedacht, ich kann einfach das FunMove-Werkzeug nehmen. Aber das stimmt nicht ganz. Ich habe hier einen sogenannten T10, ja, T10-Schlüssel. Das ist so ein ganz kleiner, das ist nicht Imbus, sondern dieser Sechsstern. Verdammter Mist, vergessen, wie das heißt. Und der ist nicht dabei. Der ist also nicht bei dem Satz dabei. Und damit macht man sozusagen den Kettenschutz ab. Da werden wir jetzt einmal beigehen, wenn wir jetzt hier den Kettenschutz lösen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich den Kettenschutz schon. So, wichtig ist, dass man natürlich die ganzen Schrauben, die man hat, nicht verliert. Das heißt, schön sichern. Dann kann man hier den Kettenschutz jetzt theoretisch auseinandernehmen und wegnehmen. So, dann hat man jetzt da den Kettenschutz erstmal abgenommen und hat vom Prinzip her dieses Teil dann weg. So, dann ist die Kette ab. Jetzt muss man als nächstes, muss man jetzt diese beiden Schrauben unten wegnehmen. Dafür kommt jetzt vom Prinzip her der Vierer. Jetzt mal sehen, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das denke. Ja, so, den muss man jetzt ein bisschen lösen. Ich denke, man braucht sie nicht ganz raus, sondern muss sie bloß ein bisschen wegnehmen und dann sollte das an sich, glaube ich, schon funktionieren, so dass man. Ah, das gefällt mir gar nicht so gut. Da sind sozusagen zwei Schrauben,
die zwei Scheiben, die sich gelöst haben, die sichere ich jetzt auch erstmal. Die gehören dahinter ran, wenn ich da mal nicht zu viel gemacht habe. Na, dann gucken wir mal, wie das weitergeht. So, nun muss ich, damit der Shifter herausgenommen werden kann, muss ich den natürlich auch trennen voneinander. Das heißt, das werde ich jetzt als nächstes machen, dass ich die Kabelabdeckung wegnehme, den Stecker rausziehe und das auseinanderziehe. So, als nächstes kommt jetzt der E-Shifter dran und dafür habe ich wieder hier mein Vierer Torque ist es, nicht Imbus, sondern Torque sind die ist die Bezeichnung, was ich eben vergessen habe. Ja, so ein bisschen tüdelig bin ich auch schon. Und ich werde jetzt als erstes mal das Kabel voneinander trennen. Jetzt muss man hier reingreifen und muss sich das Kabel heraus und den Halter für dieses Kabel. Ganz so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, ist das nicht. Na doch, geht. So, jetzt kann man das Kabel rausziehen vom E-Shifter. Da merkt man es so. Da hat man jetzt hier den Stecker und den Stecker, den trennt man jetzt. Es ist wichtig, dass natürlich das andere nicht verschwindet da drin, dass man das schön da lässt. So, jetzt habe ich den Stecker getrennt. Jetzt muss ich den E-Shifter vom Prinzip her erst einmal losschrauben. So, hier mit meinem Vierer gehe ich jetzt bei und schraube den E-Shifter los. So. Jetzt ist natürlich ganz wichtig, dass das nicht wegfällt, auch wenn das sozusagen Ersatzteile gibt bei der ganzen Sache. So, jetzt habe ich jetzt lose. Das heißt, der ist vom Prinzip her jetzt erst einmal lose gemacht. Jetzt muss ich das Rad ausbauen und muss dafür die vorgesehenen Nut nehmen und macht jetzt das Rad lose. Da kann man jetzt hier, muss ich jetzt drauf machen. Dafür habe ich jetzt ja meinen speziellen Schlüssel. Wie ihr seht, so Schlüssel. Und ich bin selber schon gespannt, wie das Ganze dann funktioniert. So, den habe ich einmal los. Ja, die Schrauben muss man wirklich vorsichtig sein. Und dann ist da an sich ist da noch so eine Kappe, die ist im Moment noch fest. Also da kommt noch so ein, vom Prinzip her eine Scheibe, die mit so einem Haken reingreift. Jetzt werden wir das einmal hier rüber machen. Ja, wenn man zu viel liegen hat, dann gehe ich mal auf die andere Seite. So, jetzt kommen wir zu der nächsten Sache und das ist jetzt das Rad ausbauen. Ich habe ja das auf meinem Ständer aufgebaut gehabt, da ging das aber relativ schlecht, das Rad rauszunehmen. Daher habe ich jetzt das Rad einmal umgedreht. Was bei einem Rad, was 20 Kilo wiegt, 19, schon gar nicht so einfach ist. Ich musste die Anbauteile, die ich oben am Lenker habe, habe ich erstmal abgenommen, damit ich den überhaupt auf den Kopf stellen kann. Und nun haben wir hier vom Prinzip her das Rad. Jetzt müsste man das nur irgendwie, müsste man den nur irgendwie rausnehmen können. Ist das noch irgendwo dran befestigt? Da bin ich jetzt. Tja, und hier sozusagen, jetzt haben wir das, zack, und nun müssen wir nur noch die Kette und hervorragend, jetzt lege ich das hier vorsichtig runter, so, ja, Rad ist ausgebaut und der E-Shifter hängt. So, man braucht jetzt einen 8er Schlüssel und man braucht vom Prinzip her einen 15er Schlüssel,
um die Verschraubung vom E-Shifter zu lösen. Und zwar hält man die Welle fest mit dem Achter und dann schraubt man hier diese Mutter los mit dem 15er. Schauen wir mal, ob das klappt. Ja. So, das haben wir gelöst. Die beiden Schlüssel sind auch nicht dabei. Also man muss schon so ein paar Sachen sich angucken, bevor man beigeht und das löst. Bevor man da jetzt wirklich selber das abbauen kann. So, nun kommt das ab. Und dann kommt gleich der andere drauf. Hier muss man aufpassen mit der kleinen Scheibe. Das muss ja. So, die Scheibe. Und ich habe natürlich darunter gleich einen Wasserablauf, was sehr günstig ist, dass man das so macht. Sollte man natürlich nicht machen. So, und dann müsste man jetzt nur noch den Shifter abziehen. Ja, und jetzt haben wir hier, da ist der E-Shifter. So, nun kommt der E-Shifter drauf. Und zwar ist es ganz wichtig, dass hier der gelbe Punkt ist und da das große, die große Lücke von dem Zahn ist. Und wenn man sich das hier anguckt, dann muss da, die ist der 0 bei dem 1, wo der Punkt ist sozusagen bei der 1 drüber. Genau, und hier ist die 4. Und das muss genauso sein. Und wenn man das jetzt drauf schiebt, muss das da genau, dann rastet das sozusagen einmal genau ein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass sozusagen das einmal richtig reinrastet, damit das richtig drauf sitzt. Und dann sitzt der E-Shifter richtig drauf und dann kann man ihn festschrauben. Das ist, ja, ist tricky. Da muss man, merkt man auch, dass das so ein kleines bisschen mehr geht und dass er dann reinklickt. Jetzt muss man die Schraube hier wieder mit dem 15er und den 8er anziehen, dass das richtig drauf sitzt. Aber wichtig ist eben, dass die 90 Grad Winkel jeweils beim Shifter der Fall sind und hier bei dem kleinen Zahnrad. Und dann sitzt das richtig drauf. Jetzt können wir, ups, kann ich meine Lampe hier wieder wegnehmen. So, nun kommt das Rad wieder raus und nun bauen wir das Rad wieder ein. Und zwar bauen wir das jetzt hier wieder in die Halterung ein. Dafür müssen wir natürlich als erstes die Kette drumlegen. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Schwupps. So, dann kommt als erstes die Kette. So, die Kette ist schon mal wieder drauf. Nun muss ich aber den E-Shifter natürlich, der hat sich hier verhakt. So, jetzt haben wir das Rad wieder in der Aufhängung. Die Kette ist drüber, die Kettenhalterung hängt hier so ein bisschen. Das ist also noch nicht richtig. Der E-Shifter, den habe ich mittlerweile so hingedrückt, dass es passt. Das ist so ein klein bisschen Gefummel. Jetzt kann man dort theoretisch die Schraube reinmachen. Worauf man achten muss, ist natürlich, dass man für die Abdeckung, die man hat, hat man ja vom Prinzip her gesehen, hier diese Abdeckung, die man daran machen kann. Und die muss man einmal abnehmen. Und die muss man jetzt bei dem anderen natürlich auch drauf machen, damit das wieder die Abdeckung der Kabel der Fall ist. So, das heißt, den alten legt man wieder zurück. Zack. Jetzt geht man hier hin. Jetzt werden wir einmal erstmal das Kabel hier rüberziehen. Schwupps. So, das Kabel ist rübergezogen. Jetzt kann ich das zusammenstecken. Das ist schon mal ganz gut. So. Zack, zusammengesteckt. Jetzt geht das Kabel wieder hinein. Und dann habe ich ja hier die... Also das geht wirklich ganz gut. Nicht so wie vorne
und auch die Sache ist relativ schnell drauf. Jetzt müssen wir einmal die Schraube holen. Aber ja, jetzt haben wir es. So, jetzt kommt diese Schraube hier fest. Hervorragend. So, alles handfest. Darf nicht abfallen, darf aber auch nicht zu stramm sein. Man will das auch nicht kaputt machen, weil mit so großen Schlüsseln hat man immer ganze Menge Kraft da drauf. Und zu fest, ja, nach fest kommt ab. Ja, das ist auf jeden Fall die Sache. So, als nächstes muss man jetzt den Kettenschutz, der hier ist, der muss nun natürlich wieder richtig aufgesetzt werden. Das heißt, ich habe den ja raufgezogen. Jetzt muss der Kettenschutz vom Prinzip her hier wieder richtig drauf. So, und da hatten wir ja zwei Muttern, zwei Scheiben dazwischen. Da bin ich gespannt, wie ich das mit diesen Scheiben hier hinkriege. Das wird noch ein Gefummel werden. Dann werden wir jetzt mal gucken, ob wir, ja, ob wir bei den, also bei den Scheiben, da habe ich wirklich ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, so eine Scheibe ganz schlecht drauf zu kriegen. So, beide Scheiben sind jetzt drauf. Man kann das auch von einem Fahrradmechaniker machen lassen. Das ist einem sozusagen überlassen, ob man das selber macht oder ob ein Fahrradmechaniker das macht. Ich habe gedacht, naja, gut, okay, an sich müsste man das doch hinkriegen. Aber wer jetzt wirklich ungeübt ist damit, und ich bin nicht geübt, aber, wo man so sagen, ich habe so ein bisschen handwerklich mal was gemacht, aber wer gar nichts gemacht hat bis jetzt, bei dem würde ich raten, dass er beigeht und doch zu einer Fahrradwerkstatt hinbringt. Für mich war nur die Frage, wenn ich zu einer Fahrradwerkstatt hingehe mit einem Funmove, ob die überhaupt das annehmen. So, das haben wir jetzt auch. Also insofern ist das jetzt schon mal so weit dran. Jetzt fehlt das untere Stück. So, und jetzt kommt der Kettenschutz vom Prinzip her hier drüber. Zack. Wird er darüber gezogen und wird dran gemacht. Also das ging jetzt wiederum gar nicht so schlecht. Jetzt muss ich nur einmal, wollte ich einmal gucken, ob man kann ganz bestimmt sehen, wo das angeschraubt ist oder angeschraubt war. Ja, war oben angeschraubt. Das heißt, ich bin im richtigen Raster drin. So, jetzt muss ich das hier mal anbringen. So, und auch das ging einigermaßen gut. Wenn ich das jetzt richtig zusammengebaut habe, was die Hauptfrage ist, dass das nachher alles richtig scheint zu funktionieren. So, jetzt kommen hier die Überwurfmuttern drauf für die Räder. Und da brauchen wir wieder dieses Spezialwerkzeug. Und zwar kommen jetzt hier die Scheiben, die genau da so reinpassen. Jetzt muss ich mal gucken, ob das jetzt so richtig ist. Zack. So, erste. Den drehen wir vor. So, und jetzt kommt der zweite. Man muss immer aufpassen bei den Bremsen, dass man die Bremsen ja nicht betätigt, weil ansonsten sind die Bremsbacken zusammen und die kriegt man so nicht oder nicht einfach wieder auseinander. Kriegt man auseinander, aber das ist nicht so simpel. Dann gehen wir auf der anderen Seite bei, machen den da rein. Zuck, der sitzt auch und schrauben den an. So, nun hat man als erst, jetzt liegt das natürlich drin und nun ist die Frage, liegt das schon so drin, dass man sagen kann, das passt oder
muss man da noch ein bisschen ausrichten. Weil normalerweise sollte das Schutzblech über dem sein, aber es soll auch nicht schleifen. Das heißt, es müsste normalerweise so angezogen sein. Ja, da müssen wir noch einmal gucken. Da werden wir jetzt noch einmal die Kontrolle machen, ob das richtig angebaut ist oder ob ich das Ganze noch mal auseinandernehme, weil ich das falsch rum angebaut habe. Ja, so, gut. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die Kontrolle durchgeführt habe. Ja, jetzt habe ich den Test gemacht. Ich werde noch mal ein bisschen nachziehen, das Rad. Ich werde das Rad vielleicht ein bisschen aufpumpen. Und dann werde ich noch mal eine ganz kurze Runde Test fahren. Mal sehen, wie das Fahrrad fährt. Ob mein Tausch erfolgreich war. Ja, muss ich mal gucken, wie das insgesamt sich denn antut. Grundsätzlich gesehen würde ich das selbst machen wieder. Ja, vielleicht würde ich es selbst machen. Aber wer sich da nicht sicher ist, sollte doch lieber jemanden aufsuchen, der ihn dabei hilft. Die Videos von FunMove, die man auf der Internetseite sehen kann, wenn man da E-Shifter eingibt, kommt man sofort dorthin, sind sehr hilfreich, zeigen ein vieles. Ob die Kette nun richtig sitzt, werde ich erst sehen, wenn ich das umgedreht habe, das Fahrrad, und vom Prinzip her dann beigegangen bin und das einmal Test gefahren habe. Nun muss ich erstmal alles wegpacken und dann werden wir eine kleine Probe fahren. So. Nun wollen wir mal die Probefahrt machen. Machen wir das mal hier ran. Ja, der E-Shifter funktioniert. Das heißt, man kann wirklich jetzt mit dem E-Shifter fahren. Der schaltet wirklich hoch. Und das haut wirklich schon hin. Also insofern hat der Einsatz sich gelohnt und man kann jetzt hier mit dem FunMove wirklich fahren. Bei 20 oder 17, 18 schaltet er hoch. Und wenn ich dann bei 24 bin, habe ich das eingestellt, dann geht er eben in den höchsten Gang, damit ich dann eben über die Unterstützung des Rades eben auch noch ein bisschen schneller unterwegs sein kann. Und damit ich jetzt hier so ein kleines Stückchen fahren kann, werde ich mal jetzt hier Richtung Marsch fahren und dann mal gucken, wie sich das antut. Sieht an sich im Moment ganz gut aus, fährt sich recht gut, muss ich sagen. Man kann hier so bei 25, hat man natürlich die optimale Unterstützung, mehr gibt es nicht. Seit dem letzten Update hat FunMove eben umgestellt. Es gibt keinen amerikanischen Fahrmodus mehr, das heißt mehr als 25 ist nicht drin. Ja, endlich mal wieder bewegen, weil die letzte Zeit war wirklich schon so, dass man hauptsächlich von einem Bürosessel in den Wohnzimmersessel gewechselt hat und das war's den Tag über. Also insofern ist so eine kleine Radtour wirklich mal ganz erquickend. So, nun bin ich wieder zurück und habe jetzt die kleine Tour gemacht. Leider ist mein Handy von meiner Halterung weggefallen. Das heißt, ich musste einmal eine Vollbremsung machen, um das wieder aufzusammeln. Daher vielleicht ist doch Quad besser als SP Connect. Ich muss das mal beobachten. Die Wege waren sehr matschig. Ich habe das Fahrrad erst einmal geduscht, sodass nicht der ganze Dreck dran bleibt. Ihr seht, es ist noch relativ feucht alles. Die Schaltung hat funktioniert. Meine Einstellung finde ich noch nicht so gut. Die muss ich noch anpassen. Aber das kann man ja machen, wann die Gänge schalten. Da werde ich ein bisschen noch mitspielen. Aber das hat jetzt funktioniert.
Noch bin ich nicht hundertprozentig zufrieden, weil so ein bisschen schleifen tut das. Das ist vielleicht bei den Bremsen. Schauen wir mal. Aber das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Euer Tesla-Fan.